Hallo Freunde und willkommen zurück zu unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Vadim und auf diesem Kanal finde ich die besten Immobilien zu den bestmöglichen Preisen hier an der Costa Blanca. Und heute, meine Freunde, zeige ich euch eine super coole Immobilie, direkt 20 Meter entfernt vom Strand von La Mata, komplett kernsaniert mit hochwertigen Materialien und einer super schönen Dachterrasse hier oben in der Nähe von, vom Zentrum von La Mata, nur 150 Meter entfernt, in der Nähe von einem Sportplatz von La Mata und der Sporthalle, die jetzt übrigens neu gebaut worden ist, in der Nähe vom Dünenpark, also wirklich Top-Lage. Falls ihr euch interessiert, schaut das Video bis zum Ende, denn jetzt schauen wir uns alles ganz genau an. Like das Video, abonniert den Kanal. So, das wären die Treppen, wo wir dann zur Dachterrasse kommen würden, wo wir das Video eben angefangen haben und ihr werdet direkt sehen, dass wir hier das Wohnzimmer haben mit Essbereich, das ist den Wohnbereich, Küche, also offener Wohnbereich und der Haupteingang von der Wohnung ist dann direkt hier. Also, kurze Information, alles hier ist komplett kernsaniert, wie ich bereits schon erwähnt habe. Wir haben importierte Möbel, das sind nicht einfache Möbel, die man einfach hier im Laden kaufen kann, die sind importiert aus verschiedenen Ländern. Wir haben eine komplett neue Küche mit Elektrogeräten von Bosch, das haben wir auch selten. Wir haben normalerweise günstigere Elektrogeräte, eine sehr teure Küche, alle Kommunikationen wie Wasseranschlüsse, Stromanschlüsse, es wurden neue Linien gelegt, also es ist wirklich alles komplett neu gemacht. Und das werdet ihr hier in der Zone nicht finden, denn so eine Wohnung würdet ihr erstens hier gar nicht finden zum Verkauf, also zum Kaufen. Zweitens wäre der Preis schon für unrenoviert um die 200.000 Euro. Und dann müsstet ihr wieder Steuern zahlen, aber hier natürlich auch, Renovierungskosten. Da werdet ihr so oder so bei 250.000 bis 300.000 Euro sein für eine einfache Renovierung. Und hier könnt ihr etwas mehr Geld bezahlen, also etwas mehr. Und dann würdet man so eine wunderschöne Wohnung haben. Gut als Kapitalanlage und gut zum Vermieten. Also, riesengroße Fenster, schallisoliert, Doppelverglasung. Alle Fenster sind riesengroß. Deswegen kommt hier sehr viel Licht rein und alle Fenster gehen nach außen, also nicht, jetzt komme ich Schlaumeier, wie nach außen. Ja, nach außen auf die Straße, denn häufig haben wir hier in Spanien so, dass die Fenster in einen Tunnel gehen. Okay, Haupteingang mit Treppen, das heißt Menschen mit Rollstuhlfahrer und so weiter würden hier nicht hochkommen, beziehungsweise wäre sehr schwierig hier hochzukommen. Und wir haben dann hier noch einen zusätzlichen Balkon vor der Immobilie. Okay. Haupteingang, wir haben hier einen Schrank, wo die Schuhe abgestellt werden können, muss ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben hier den Schlafbereich, drei Schlafzimmer, Kinderzimmer haben wir hier, jedes Schlafzimmer hat eine Klimaanlage, eine eigene. Dann das zweite Schlafzimmer, auch eine Klimaanlage, ja. Und das dritte Schlafzimmer haben wir dann hinter mir mit überall sehr großen Fenstern, Badezimmer, top, auch sehr schön renoviert. Und richtig gut alles. Die Fläche wurde sehr gut ausgenutzt, hier im Badezimmer und auch allgemein in der Renovierung. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt bis zum Ende und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr Fragen habt oder diese Immobilie reservieren möchtet, besichtigen möchtet oder zusätzliche Pläne beantragen möchtet, schreibt uns ein WhatsApp und wir melden euch, also ein Mitarbeiter meldet sich dann bei euch und wird euch bei allen Fragen behilflich sein. Also wie gesagt, wir sind eine deutsche Agentur hier in der Costa Blanca, wir haben verschiedene Standorte und helfen euch durch den gesamten Kaufprozess, bis ihr die Schlüssel in der Hand habt. Auch steuerliche Fragen ist es sehr einfach hier zu kaufen, falls ihr investieren möchtet. Sowas bekommt ihr nicht für 325.000 Euro, nicht in Deutschland, nicht in England, nicht in den USA. Okay, vielleicht irgendwo schon, aber allgemein in guten Lagen am Strand gibt es sowas nicht. Also, abonniert den Kanal, liked das Video, kommentiert das Video und ich hoffe, wir sehen uns bald in Spanien.